Guten Tag. Schwurbeln ist ein Menschenrecht. Ist Ihnen das eigentlich klar? Ich bin der Lehrer Bormann aus Berlin. Iu. Warum Lehrer? Naja, das ist eine Berufsbezeichnung letztendlich. Eine ungeschützte, aber ich habe ein zweites Staatsexamen. Also das, was letztens in der Presse stand vom Ex-Lehrer, ist natürlich nicht wahr. Ich bleibe Lehrer. Auch wenn ich aktuell nicht in der Schule tätig bin. Also, was will ich heute eigentlich sagen? Ich möchte sagen, am 4.1.2024 schwurbelt die Staatsanwaltschaft weiter. Im Amtsgericht Tiergarten um 10 Uhr im Raum 671. Und ich hoffe mal, dass alle Beteiligten langsam mal zur Raison kommen, zur Vernunft und unsere deutschen Gesetze anwenden. Ne? Ja, also auch der Volksverhetzungsparagraf, finde ich, trifft auf mich überhaupt nicht zu. Ich habe niemanden verhetzt. Ja, es ist niemand aufgestanden mit einer Mistgabel und auf andere losgegangen, weil das die Aussage meines Videos wäre oder so. In meinem Video habe ich tatsächlich kein Wort geredet. Die Aussage ist eine ganz andere. Ich warne im ersten Video vor einem neuen Menschheitsverbrechen und im zweiten rechtfertige ich mich für solche Aussagen, die ich auch in anderen Videos gemacht habe und sage einfach nur, dass ich eben kein Extremist bin, dass ich ein Netter bin und dass ich euch beschütze. Vor bösen Gesundheitsministern zum Beispiel, ja. Und das werde ich natürlich auch weiterhin tun. Und das werden wir jetzt erstmal am 4.1.2024 klarstellen. Und deswegen lade ich auch alle herzlich ein, dazu kommen. Also, nochmal Ort und Zeit und so. Berlin, Turmstraße 91, Amtsgericht Tiergarten, 10 Uhr, Raum 671. Und da geht es um Volksverhetzung, um angebliche. Und meine Theorie ist, ich komme dort als freier Mann wieder raus. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann glaube ich, dann haben Juristen das Recht gebeugt. Und Deutschland ist wieder im tiefsten Sumpf, in dem wir ja nie wieder hin wollten. Da ist anscheinend viel zu wenig davor gewarnt worden. Sonst hätten das ja ganz viele Leute gesehen und nicht nur Icke. Und tja, also weiter warnen, ne? Vor der Machtübernahme der WHO und Ähnlichem ist jetzt angesagt. Macht natürlich auch kaum jemand, ne? Jedenfalls nicht vom Mainstream. Die schreiben lieber was von Ex-Lehrern. Unsinn, ja. Meinetwegen können sie Schwurbler schreiben, ist ja inzwischen eine Ehrennadel sozusagen, sowas wie Made in Germany. Das sind die Leute, die noch denken, die selbst Ideen haben, die sich unterhalten mögen, mit wem auch immer. Ja, also ich unterhalte mich mit allen, das ist die Profession eines Lehrers. Ich unterhalte mich auch mit Linksextremisten und mit Rechtsextremisten und überhaupt mit jedem. Ja, sogar mit dem Bundespräsidenten würde ich mich vielleicht unterhalten. Vielleicht etwas angewidert, aber ich würde mich unterhalten, ja. Und ich würde ihm meine Meinung sagen. Ich würde ihm sagen, dass ich finde, dass er... Das machen wir dann. Also ich muss ja jetzt nicht schon irgendwelche Dinge aussprechen, die mir jetzt wieder um die Ohren fliegen könnten. Aber ich hätte gern das Recht, solche Dinge sagen zu dürfen, ja. Weil Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Informationsfreiheit, Grundgesetz... Das sind für mich tatsächlich wichtige, wichtige Dinge, die wir nicht verlieren dürfen, wenn wir über Wahrheit und Gerechtigkeit und Rechtsstaat dann wieder zu einer lebenswerten, menschenfreundlichen Gesellschaft kommen. Anders geht's nicht. Ja. Also ohne Rechtsstaat sind wir gar nichts. Und wenn der Rechtsstaat das Recht beugt, dann sind wir nichts anderes als ein totalitärer Staat, der hierarchisch organisiert ist, dessen Organe nicht selbst nachdenken, sondern Befehle befolgen, wie früher der Hofstaat der Adligen. Da hätten wir auch einen Kaiser behalten können, ne? Wollen wir das? Nee, natürlich nicht. Wir wollen die Fresse aufreißen dürfen und
Tacheles reden, ne? Genau, das wollen wir. Und deswegen freue ich mich, wenn ich wieder viel Besuch habe, am 4.1. um 10 Uhr in der Turmstraße 91 im Amtsgericht Tiergarten im Raum 671. Und wenn dann der Prozess vorbei ist, dann nehmen wir mal einen Drink oben in der Gerichtskantine. Ne? Ich glaube, die ist da irgendwie im 4. Stock oder so, muss man mit dem Fahrstuhl hoch. Also nicht wundern, wenn ich nicht drüben gegenüber im Café auftauche. Ich möchte da dann doch im Warmen sitzen, trocknen. Ja, und es ist auch noch günstig. Also nach dem Prozess oben Gerichtskantine. Da können ja alle die schon mal hingehen, die keinen Platz ergattern konnten im Gerichtssaal. Weil die Anzahl der Sitze ist so auf etwa 30 begrenzt. Aber ich nehme mal an, Presse kriegt natürlich immer Vorzug. Erste Reihe, ne? Die Maskentanten von der Mainstream-Presse, die dürfen gerne wieder in der ersten Reihe sitzen und mir lauschen. Und wäre natürlich auch nett, wenn wir mal miteinander reden könnten. Ne? Weil ich mag das überhaupt nicht, wenn man so abseits der Wahrheit irgendwelchen Quatsch über mich erzählt. Ich bin vielleicht angeschuldigt, aber eine Anschuldigung ist nicht mehr als eine Meinung. Und ich glaube auch nicht, dass da ein Urteil draus wird. Und dann müssen die sich langsam mal überlegen, was haben wir eigentlich die letzten 3 Jahre hier berichtet? Da ist ein freier Mann, der sich in seinem Leben noch nichts hat zu Schulden kommen lassen, der mit einem offenen Erwartungshorizont unterrichtet hat, wie das Lehrer heutzutage so machen, wenn sie vernünftig arbeiten. Ne? Der Fragen stellt, der neugierig ist, der niemanden ausgrenzt, der einfach nur der Typ ist, den man gerne in der Schule hätte als Lehrer. Und der steht jetzt vor Gericht. Das ist eigentlich komisch, wa? Tja, also wenn ich da nicht als freier Mann rauskomme, dann wird es allerhöchste Zeit, die Koffer zu packen und Deutschland zu verlassen, glaube ich. Also, bis zum 4. Und dann schwurbeln wir weiter in der Gerichtskantine nach dem Gerichtsprozess. Tschüssi.